Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Baugröße realer Bauteile. Das interessiert uns Ingenieure natürlich, wie groß sind denn wirklich Widerstände, Spulen, Kondensatoren für unsere Anwendung? Und dazu lernen wir heute, zunächst einmal Ziffern und Farbcodes von Widerständen, die zumindest den Wert am Bauteil außen beschreiben, und stellen fest, dass die Baugröße mit dem Energiegehalt oder der Leistung zu tun hat. Wir schauen uns das genauer für Widerstände, Spulen und Kondensatoren an, insbesondere für Elektrolytkondensatoren und Spulenkerne. Zum Schluss, damit es netter wird, noch ein paar Beispielfotos. Auf Bauteilen sind die Werte dieser Bauteile, Widerstand oder Kapazität, häufig draußen aufgedruckt. Allerdings nicht üblicherweise so, wie Sie es dachten. Vielleicht, dass da drauf steht 1,5 Ohm oder 2,2 Mikrofarad, sondern es ist meistens verschlüsselt. Und zwar folgendermaßen, wenn es drei Buchstaben sind, und dann sind die ersten zwei Buchstaben die Mantisse dieser Zahl. Und die letzte ist dann der Exponent, sprich die Anzahl der Nullen. Sodass dann also ein Widerstand, auf dem 473 steht, wie auch auf diesem kleinen Foto hier, bedeutet, dass das also 47.000 Ohm sind und das entsprechen dann 47 Kiloohm. Bei Kondensatoren ist es ein bisschen komplizierter, da ist die Basiseinheit üblicherweise Picofarad, wenn nichts anderes draufsteht. Das heißt, diese Perle, die wir hier unten sehen, es ist ein keramischer Kondensator, der hat also eine Kapazität von 47.000 Picofarad. Das entspricht dann also 47 Nanofarad. Das K dahinter ist eine genauere Bezeichnung für Material und Toleranz. Bei Widerständen ist es so, wenn man sehr kleine Widerstände hat, dann wird vielleicht ein R oder ein K eingefügt, um die Dezimalstelle zu kennzeichnen. Und wenn wir vier Ziffern haben, dann hat die Mantisse eben drei Ziffern. Die letzte Ziffer ist jedenfalls immer der Exponent. Insbesondere auf bedrahteten Widerständen stehen keine Ziffern, sondern dann sind die entsprechenden Ziffern durch Farbringe gekennzeichnet. Das heißt, diese Farben sind sortiert in etwa nach dem Regenbogen. Das heißt, es fängt bei Schwarz an, dann im Infraroten, im Dunkelroten, sprich Braun, ist die 1, es geht weiter mit Rot und einer 2, Orange 3 und so weiter. Es geht bis 7 Lila und dann bleiben noch Grau und Weiß als Farben, die übrig bleiben. Ich erwarte in den Prüfungen nicht, dass Sie diese Farbwerte auswendig können, aber wenn Sie häufiger im Labor oder mit Schaltung zu tun haben, dann empfiehlt es sich schon, das so einigermaßen auswendig zu können. Insbesondere bei etwas älteren Widerständen hat man dann oft noch Ringe, die in Gold oder Silber dargestellt sind, denn der letzte Ring auf diesen Bauteilen ist üblicherweise immer der die Toleranz darstellt. Und wie gesagt, bei älteren ist das noch oft 5 oder gar 10%. Bei moderneren Metallfilmwiderständen ist das meistens 1 oder 2%. Dann ist es nicht so ganz so einfach rauszukriegen, wie man denn jetzt den Wert ablesen muss. Eigentlich sollte der Ring für die Toleranz dicker sein als die anderen oder abgesetzt sein. Ist aber oft nicht der Fall. Dann hilft eigentlich nur, dass man hergeht und in beide Richtungen einmal die Farbcodes abliest. Und der sinnvoller ist, den würde man dann nehmen. Hier in unserem Beispiel hätten wir jetzt also einen Widerstand
auf dem dann 5 in grün, 6 in blau und rot bedeutet eine 2 dargestellt ist, plus 5% Toleranz in Gold. Das heißt, übersetzt haben wir dann also 5, 6 und 2 Nullen macht 5,6 Kiloohm. Ja, ich sagte gerade, es hilft dann vielleicht nur rauszukriegen, ob es ein sinnvoller Widerstandswert ist. Und normalerweise ist es so, dass ein solcher Widerstand bestimmte Werte annimmt, nämlich Standardwerte. Und da ist insbesondere die sogenannte E12er-Reihe zu erwähnen. Das sind also Standardwerte für Widerstände, wie sie ja im Grunde in jedem Elektroniklabor zu finden sind. Die zeichnen sich dadurch aus, dass diese Widerstände sozusagen nahtlos ineinander übergehen, wenn sie plus minus 10% Toleranz, also sprich in der Summe 20% Toleranz haben. Der Abstand von einem Widerstand zum nächsten ist jeweils etwa 20%. Das heißt, die Reihe ist 1,0, 1,2, 1,5, 1,8 und so weiter bis 10. Und dann geht das Ganze in der nächsten Größenordnung von vorne los, 10, 12, 15, 18 und so weiter. Das heißt, diese E12er-Reihe, die geht über mehrere Dekaden. Und wie gesagt, üblicherweise sind das die Widerstände, die Sie im Labor im Schrank liegen haben. Und wenn der passende Widerstand jetzt vielleicht nicht dabei ist, so können Sie mit diesen Widerständen doch, wenn Sie zwei davon nehmen, ziemlich gut den Widerstand zusammenstellen durch Serien- oder Parallelschaltung, den Sie gerade benötigen. Sie kriegen natürlich auch welche in anderen Werten. Und so gibt es dann E24er-Reihen, bei denen die Abstände der Widerstandswerte nur 10% betragen. Und es gibt auch weitere einzelne Widerstandswerte, die Sie tatsächlich bei Konrad Elektronik als Beispiel bestellen können. Auch diese E12er-Reihe empfiehlt sich auswendig zu lernen, wenn Sie häufiger im Labor zu tun haben. In der Prüfung werde ich die explizit nicht abfragen. So, kommen wir nun zur Baugröße. Bei Widerständen skaliert diese im Wesentlichen mit der Leistung bzw. Verlustleistung eines Widerstandes. Das ist ganz einfach. Die Temperatur, die ein Widerstand annimmt, ist ungefähr mit der Oberfläche proportional und die hat wiederum mit der Baugröße zu tun. Und deswegen kann man das grob sagen, dass eben die Baugröße, je größer ein Bauteil ist, in der Baugröße, desto mehr Leistung kann es eben auch abgeben. Kondensatoren und Spulen sind ja im Idealfall verlustlos, haben meistens wenig Verluste. Das heißt, das ist hier dann kein Kriterium. Stattdessen ist meistens bei Spulen der Strom der begrenzende Faktor, bei Kondensatoren die Spannung. Und wenn Sie eine größere Spule haben, wird die natürlich auch größer. Unterm Strich gesehen zeigt sich, dass die Baugröße ungefähr zu tun hat mit dem Energiegehalt und dementsprechend folgend der Scheinleistung, die ein Bauteil eben beinhaltet oder leisten kann. Insbesondere gilt, dass Bauteile mit dem gleichen Energiegehalt, bei unterschiedlichen Spannungen vielleicht, ja, doch eine sehr ähnliche Baugröße haben. Das sehen wir nachher nochmal genauer. Schauen wir uns zunächst mal Beispiele an, wie das bei Widerständen aussieht. Solche kleinen SMD-Komponenten, die haben typischerweise eine maximale Leistung von 100 Milliwatt. Bedrahtete Widerstände haben also diese Standardwiderstände etwa so ein halbes 400 Milliwatt bis ein halbes Watt. Es gibt dann auch bedrahtete Widerstände, die dann größer sind, so wie der hier abgebildete mit 2 Watt. Und es gibt auch welche noch mit 5 Watt, aber darüber hinaus sind die nicht mehr zum Einlöten. Ne? Sie kennen solche Widerstände vielleicht aus dem Praktikum, die wir bei uns im Grundlagenlabor haben. Und ein solcher Widerstand wie der hier abgebildet, der kann bis zu 100 Watt an Verlustleistung abgeben.
Nächstes Beispiel, Baugröße von Spulen und Kondensatoren. Bei diesen verschiedenen Spulen, die wir hier sehen, können auch unterschiedliche Scheinleistungen übertragen werden. Da ich das im Nachhinein zusammengestellt habe, weiß ich jetzt nicht mehr die genauen Kenndaten dieser Spulen. Bei den Kondensatoren war das noch möglich, da steht es nämlich drauf, was sie können. Und hier sehen Sie zum einen, welche Kapazitäten, welche maximale Spannungen die jeweiligen Bauteile können. Und Sie sehen, außerdem kann man daraus dann den maximalen Energiegehalt ausrechnen, den ich hier jeweils unten mit angegeben habe. Und da sehen Sie sehr schön, wie die Baugröße mit dem Energiegehalt ansteigt. Ja, ich habe das mal in irgendeinem Projekt war es mal gefragt, wie die Baugröße von Elektrolytkondensatoren ist. Dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe die Website von einem großen Distributor, ich glaube es war Konrad Elektronik, aber sicher bin ich nicht mehr, durchforstet und habe dann eine große Excel-Tabelle mit den Daten dieser Kondensatoren gemacht. In der Tabelle auf der Website waren dann jeweils die maximale Spannung, die Kapazität, aber auch Bauhöhe und Durchmesser. Und daraus ergibt sich dann dieses Bild, was Sie hier sehen, nämlich das Bauvolumen als Funktion des Energiegehaltes dieser Kondensatoren. Ja, und jetzt sehen Sie, das geht nicht genau proportional mit der Baugröße, sondern die Baugröße skaliert mit der Energie mit dem Faktor 0,65. Was Sie aber sehen, ist, dass für ein und denselben Energiegehalt die Baugröße nicht sonderlich groß variiert. Also schauen wir uns mal ein Beispiel an hier in diesem Bereich. Ja, Energiegehalt etwa in Größenordnung 0,01. Ja, und das Bauvolumen ist doch relativ ähnlich. Okay, Faktor 2, aber es ist immer noch dieselbe Größenordnung, obwohl wir jetzt hier ganz unterschiedliche Kondensatorentypen dabei haben. Ne? Auch hier, gerade in diesem Bereich, wo wir also Kondensatoren mit 200 Volt Nennspannung und 63 Volt Nennspannung haben, da sehen Sie, dass es also tatsächlich der Energiegehalt ist, der das Ganze bestimmt und nicht die Kapazität oder die maximale Spannung, sondern kommt beides zusammen. Warum ist das wichtig? Nun, ich erinnere mich an ein Forschungsprojekt noch zu Philips-Zeiten. Da war dann auch ein Projektpartner, der ganz stolz verkündet hatte, dass in einer Schaltung er mit wesentlich geringeren Kapazitäten auskommen tät. Und als wir dann in der Besprechung saßen, hatte ich dann gefragt, ja, wirkt sich das denn auch auf die Kondensatorengröße dann am Ende aus? Ja, das hätten wir noch nicht ausprobiert, aber sie hätten ja kleinere Kapazitäten und das würde dann sicherlich schon bedeuten, dass die Schaltung eben auch kleiner werden kann. Am Ende stellte sich raus, dass zwar die Kapazität kleiner war, die Spannung aber umso höher, sodass am Ende die Baugröße der Kondensatoren sogar größer war als vorher und die ganzen Überlegungen für die Katz waren. Gut, also Sie wissen jetzt in Zukunft, ne, die Kapazität eines Kondensators alleine bestimmt nicht die Größe, sondern es ist der Energiegehalt, sprich Kapazität und Spannung. Ja, ebenfalls für Magnetkerne habe ich auch einmal eine Untersuchung gemacht. Das hier ist jetzt waren Berechnungen mit einem speziellen Material, 3F3, das ist so ein klassisches Ferritmaterial, aber es ist sehr weit verbreitet. Es wird sehr viel genutzt für Spulen und Transformatoren in Schaltnetzteilen, wo dann eine Frequenz von 100 Kilohertz auch nicht ganz unüblich ist. Und dieses Bild zeigt jetzt, welche Scheinleistung kann denn jetzt eine Komponente übertragen, wenn der Kern diese entsprechende Größe hat, die auf der X-Achse drauf ist. Das ist jetzt so das theoretische Maximum. Das heißt also, grundsätzlich können Sie dieses Bild jetzt schon nutzen, dass Sie sagen, meine Komponente soll die und die Scheinleistung haben. Wie groß muss denn jetzt mein Kern sein? Aber ich empfehle Ihnen, da vielleicht dann doch so eine Nummer größer für den Kern zu wählen, um damit zunächst einmal anzufangen und vielleicht auch zwei Nummern größer,
Das heißt also, diese Werte, die hier dargestellt sind, die kriegen Sie, wenn Sie richtig die letzte Optimierung hinbekommen haben. Ja, so ein paar Beispiele für Induktivitäten. Ne, und kann also Spulen sehr klein bauen. Das fängt an, dass man sie im Chip integriert oder wie hier in als flexible Spulen planar in einer Leiterplatte. Da habe ich mal dran gearbeitet bei Philips und man kann sie dann auch etwas in größeren Fällen in der Leiterplatte integrieren oder wie man hier sieht, eben sonst in leistungselektronischen Schaltungen. Wenn das Schaltnetzteil was größer wird, dann sieht das aus wie in diesem Bild. Hier sehen Sie Elektrolytkondensatoren, hier Transformatoren, hier sind Folienkondensatoren zu sehen. Und das sind sicherlich so die Bauteile, die Sie auch so im Kopf haben, wenn Sie von Kondensatoren und Spulen sprechen. Und wenn wir in die Energietechnik gehen, dann wird das schon deutlich größer. Hier ist so ein Raum, wo ein Rundsteuerfilter dargestellt ist, der dafür sorgt, dass Rundsteuersignale im Stromnetz nicht in die falschen Bereiche des Stromnetzes gelangen können. Wir sehen jetzt hier in dem Bild hier in der Mitte sind Induktivitäten, also Spulen. Hier rechts sind Widerstände dargestellt und hier links sind Kondensatoren, die also insgesamt jeweils zusammengenommen für jede der drei Drehstromphasen ein Filter bilden. Ja, mit diesen Beispielen möchte ich mich für heute verabschieden. In der nächsten Folge lernen wir noch mehr über reale Bauteile kennen, nämlich welche sogenannten parasitischen Komponenten bei echten Bauteilen noch eine Rolle spielen. Bis dahin möchte ich mich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.